Das Senko P-Max mit der Straßenausführung, Schutzblech, Gepäckträger, aber ich habe den Hardtail-Rahmen. In diesem Video stellen wir euch dieses Fahrrad vor. Bis gleich. Das Senko P-Max, kennen wir auch von anderen Videos, ist das Hardtail von Firma Simplon mit Bosch CX 630 Wattstunden. Ich kann es konfigurieren mit Forks, absenkbare Sandstühle, alles drum und dran. Und letztes Jahr hat sich dann Firma Simplon Gedanken gemacht und hat das Fahrrad dann ein bisschen humanisiert. Und das Fahrrad kommt dann als Straßenversion auf den Markt. Wir haben euch schon mal dieses Fahrrad mit Rolle vorgestellt. In diesem Video stellen wir euch das mit Kettenschaltung vor. Ich habe bei den Reifen die Supermoto-Bereifung. Das Besondere ist, ich habe einen 29 Zoll Laufradsatz. Als Trekkingbike quasi, Schutzblech aus Metall und Gepäckträger von Rectang. Das ist ein System, wo ich dann quasi Körbe, Taschen etc. reinklicken kann, kann das Ganze bis 15 Kilo ohne Probleme belasten. Bei der Schaltung XD12-fach, ich komme damit jeden Berg hoch in Kombination mit dem Bosch Generation 4. Ich habe dort den großen Ritzel, habe dadurch dann den Freilauf. Das heißt, wenn ich den Motor ausschalte oder über 25 km/h komme, komme ich dann ohne Probleme weiter und habe diesen Widerstand nicht. Magnesiumrahmen bei dem Motor, das macht den Motor natürlich leichter und ich habe hier einen Vollcarbonrahmen. Das ist in seiner Klasse einer der, also eigentlich der leichteste Trekking-SUV, die wir in unserer Branche haben. 630 Wattstunden Akku oder aber auch 500 für Leute, die dann sagen, ich möchte gerne das Fahrrad doch leichter haben. Dann kann ich auch den 500er nehmen. Reicht für viele auch aus. Gute 60 bis 90 Kilometer Reichweite habe ich mit dem 500 Wattstunden Akku. Und wenn ich dann sage, 630 passt mir nicht, kann ich auch den Range Extender drauf machen. Habe dann dadurch 1100 Wattstunden. Beim Display kann ich dann auch wählen. Jetzt bei unserer Version haben wir das Bosch Neon Display. Das große Bosch hat quasi alles sehr schön groß auf dem Display, wo ich dann alles sehen kann. Fernlicht. RockShox Luftfederung, ich kann den auch lockouten, kann das dann auch schließen. Bremsen haben wir jetzt die G2 von SRAM. Die G2 von SRAM ist ja die zweitbeste Bremse von SRAM mit der Dot-Flüssigkeit. Hat den Vorteil, dass ich dann keine Wasseransammlung habe. Die Dot-Flüssigkeit mixe ich mit dem Wasser. Ich muss dann halt nur einmal jährlich quasi meine Dot-Flüssigkeit austauschen lassen bei Inspektion. Diesem Fahrrad haben wir auch die absenkbare Sattelstütze. Das macht das Ganze auch sehr komfortabel. Die Rahmengeometrie sehr modern gehalten. Das heißt, ich habe einen sehr tiefen Oberrohr, habe dadurch mehr Beinfreiheit, wenn ich jetzt mal über Trail fahren will oder aber auch jetzt im City etc. sehr oft absteigen muss, habe ich dann quasi diesen Komfort. Das Fahrrad gibt es in Rahmengröße M, L, XL momentan, so wie es hier steht, bei uns zu kaufen. Das Fahrrad kriegt ihr auch mit Rohloff, wenn ihr wollt. Haben wir auch da, komplett in Schwarz. Wir sind in der Katharinengasse 14 in Gießen. Ihr könnt jederzeit bei uns vorbeikommen oder uns anrufen unter 0641 34393. Gerne könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an die info@switchbike.de, wenn ihr Fragen habt, das Fahrrad ein bisschen anders haben wollt. Das machen wir bei uns im Laden. Wenn ihr das Fahrrad komplett anders konfigurieren wollt, kein Problem, schickt uns den Simplon Konfigurations-ID und wir gucken dann, wann das Fahrrad dann gebaut werden kann. Wenn ihr irgendwelche Simplon-Räder oder andere Räder sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir lesen und antworten eure Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis dahin, tschüss.